Natürlich habe ich nicht auf Rekorden gedrückt, ich What the hell, Leute? Ich liebe ja schon Konsum, okay? Aber ihr liebt Konsum noch viel mehr als ich. Aber natürlich stehe ich euch als euer Konsumexperte mit Rat und Tat zur Seite. Euch ist klar, dass diese ganzen Pakete nicht in meinen Mini-Büroraum da hinten gepasst haben, oder? Willkommen zurück in meinem Wohnzimmer. Das ist voll schief, Alter. The fuck? Bin ich besoffen oder was? Ich dachte, für mein YouTube-Comeback und weil ihr mich alle so schön aufgenommen habt, möchte ich euch natürlich was zurückgeben. Wir alle wissen, Geld ist das Geilste auf der Welt. Ihr könnt mich auch Sugar Daddy nennen. Ihr habt es auf jeden Fall geliebt und mir sehr viele Nachrichten geschickt. Für alle Leute, die sich Autos, Studienplätze an Privatschulen, Therapieplätze, MacBooks oder Häuser gewünscht haben. Geschweige denn vom Dyson Airwrap. Davon will ich gar nicht anfangen. Ich bin nicht David Dobrik oder Mr. Beast. Je nachdem, wie gut dieses Video läuft, hoffe ich, wir kommen zu einem Sponsorenpunkt. Und dann, okay, dann wird hier abgerissen. Bis dahin habe ich eure Humble-Vorschläge befolgt. Mehr oder weniger Humble. By the way, wusstet ihr, was Pferde auf eBay kosten? Ich auch nicht. Was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Für alle, die ihr Produkt, ihr gewünschtes, in diesem Video sehen und mir noch nicht auf Instagram geantwortet haben, schickt mir eure Adresse. Ich muss das Ganze ja noch weiterschicken, wie versprochen. Au! Fuck. Ich habe meinen Zeh gebrochen, glaube ich. What the fuck? Fangen wir mit diesem Baby an. Oh, ich liebe Sachen auszupacken. Yes! Wie der ein oder andere vielleicht schon erkennen kann, ist eine Mini-Spülmaschine. Love it. Warum stehe ich da so drauf? Wenn man mal drüber nachdenkt, ne? Es gibt ja viele Leute, die keine Spülmaschine zu Hause eingebaut haben. Und was spricht gegen so eine geile kleine Spülmaschine? Oh nein, hier ist doch ein Schlauch. Aber vielleicht kann man die einfach auch anschließen, wenn man das möchte. Aha. Ach so. Nee. Verstehe ich nicht. Man kann das auch ins Waschbecken laufen lassen. Versteht ihr, was ich meine? Zack, das ist quasi euer Waschbecken oder sonst irgendwas. Oh, fuck. Sorry, ich habe hier hinten mein Messer reingebohrt und es kann sein, dass da jetzt ein Kratzer drin ist. Hat eigentlich die Person gesagt, die den bestellt hat bei mir? Dachte sich die Deiner so? Gönn mir doch. Ah. When the tank is full of water, the machine will beep fleetly for 3 seconds. Jetzt hört sich schon sehr voll an. Gott, wie viel Wasser passt da rein? It's full! Also, ich habe hier einige Tassen und Gläser mit verschiedenen Dreckigkeitsstufen. Wasserverschmutzung, Orangensaft, Kaffee, Nussmus und hier 2 Löffelchen. Okay, und jetzt play. Ich habe Waschmittel vergessen. Ich habe es jetzt einfach mal da reingedroppt. Oh. Oh, what the fuck? Nein, 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 hier rausgekommen und nicht hier raus. Ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass wir dieses Video nicht an Julian schicken werden. Soll ich sie ich fasse es nicht, dass ich mich überhaupt traue, dieses Ding noch mal anzumachen. Aber ich glaube jetzt, ich höre es auf jeden Fall dribbeln. Wow! Ich würde ja sagen, das sieht cool aus, wenn ich nicht gerade den Schock meines Lebens bekommen hätte. Okay, da wir die Resultate erst in einer halben Stunde zu Gesicht bekommen, würde ich sagen, machen wir so lange weiter. Wow. So einfach to travel with. Warum sieht das so chaotic aus? Ich bin einfach chaotic. Ich hoffe, das ist ein bisschen was Entspannteres. Geheimshop.de hört sich schon recht unentspannt an. Also zumindest klein. Wow, ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Starfrit Rotato Express. Sieht auch aus wie aus den 90ern. Es ist ein Schälergerät. Habe ich überhaupt irgendwas zum Schälen? Glücklicherweise muss ich zufällig meine Zucchini schälen. Anyways, ich denke mal, das ist, wie es funktioniert. Warum zum F***
Funktioniert das so gut? Das kann ja niemals so gut mit Kartoffeln funktionieren. Hell yeah! Man kann es als Schmuck verwenden. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das klappt. Ich meine, hallo? Ist einfach nur geil. Ey, und es war nicht mal so teuer! Wer hat sich das gewünscht? Ein elektrischer Schäler. Helen! Du bist ein Genius. Okay. Jetzt läuft hier lila Wasser raus aus der Waschmaschine. Nett. Echt nett. Okay. Mein Gott. Amazon. Amazon Package Nummer 1. Ich denke mal, da werden mehrere Sachen drin sein. So. Oh nein. Das habe ich schon wieder ganz vergessen, diesen TikTok-Trend. Das ist privat für mich, habe ich bei Amazon bestellt. Ein Universalhelfer für die Küche. Und dieses rosa Ding, das suspekt aussieht, aber wir kommen gleich dazu. Jetzt ist hier auf jeden Fall eine Beauty-Session angesagt. Ich sag euch, wie es ist. Es muss, was muss, das muss. Ich mache das mal kurz im Bad. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Ich bin 2 Sekunden weg. Ich habe nicht eins von diesen Dingern drin. Warum tust du mir das an? Warum? Ich versteh's nicht. Oh, was ist das für eine Scheiße? Ey, sag mir nicht, dass das lila ist. Das ist nicht mal mehr witzig, ey. Also an dieser Stelle weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, wie ich mein Verhalten entschuldigen kann. Es tut mir leid für jeden, der dieses Video miterleben muss. Anyways, weiter geht's. Mit diesem wunderschönen Ding, da ist auch gar keine Anleitung dabei. Bier, Schnorchel, Spender, Biertrichter, Bierzapfen, Trichter, Stroh für College-Partys, Geburtstage, Weihnachten, neuer Partyzubehör. Amazing Weihnachten. I mean, might as well. Oh, wie benutzt man das Ding? Anweisungen sind an dieser Stelle sehr unklar. Jupp. Ich will nicht noch so ein Splash-Desaster durchleben, aber ich will auch kopfüber meine Weinflasche trinken. Mm. Mhm. Okay. Wenn die Waschmaschine eine offensichtliche 0 von 10 war und der Schäler, weil er nicht komplett geschält hat, eine 7 von 10, ist das hier das absolute Highlight. Da muss ich ehrlich mit euch sein. Es ist einiges an Zeit vergangen. Ich glaube, ich habe mein Trauma mittlerweile überwunden. Ich gucke jetzt trotzdem, wie sauber die Tassen geworden sind. Okay. Ich meine, sie sind einwandfrei sauber. Aber ich habe jetzt auch ein Trauma mehr. Therapieplätze. Wait. Ey. Dieses Package? Very heavy. Ich frage mich, was drin ist. Okay. Und ist es so doppelt und dreifach eingepackt? Oh. Ich erinnere mich. Seit meinen Maskenbildnerkursen während meines Bachelorstudiums in Theaterwissenschaften bin ich absolut obsessed mit dieser kleinen Manufaktur aus Italien. The touch. Das ist einfach zu schön. Pass auf, wir lassen die Haare einwirken. Und dann ziehe ich die raus und dann ziehe ich das an. Das Beste kommt zum Schluss. So schön sagt man das doch. Aber was ist dann das hier? Das ist für ein anderes Video von mir. Stay tuned. Ich habe absolut keinerlei Erinnerung daran, was das hier sein könnte. Hä? Oh. Ich will ihn jetzt nicht komplett aufmachen, weil es ist ja für jemand anderen 10 von 10. Worüber reden wir hier? Let's go surfing, guys! Ah, hier. Coralie Kay. Wahoo Balance Board. Ja gut, das hat mich dann auch interessiert. Das ist viel smaller, als ich mir das vorgestellt habe. Almost same size. Zu schwer. Es ist zu schwer. Es ist zu schwer. Boah, es ist zu schwer. Ich schwöre euch, es ist zu schwer. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir uns hier den Boden aufscratchen. Jetzt würde ich nicht schon genug schwitzen von dem ganzen Stress heute. Viel Spaß damit, aber 10 out of 10 ist voll das geile Ding. Last but not least. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal für diese Experience. Oh. Celine, die Medizinstudentin, wünscht sich ein Kit zum Nähen. Da denke ich mir erstmal, ach, ist doch nett.
Sie meint Hautnähen. I love it. Basically habe ich ein bisschen Erfahrung mit so X-Wunden. Denen hier. Das ist eine Story, die heben wir uns für ein anderes Mal auf. Celine, I hope you don't mind me trying a little bit, yes? Single-Use Carbon Steel. Ich denke mal, das ist Nadel, das ist Nylonfaden. Yes. Wenn ich dieses Ding sehe, kommen aber sowas von Erinnerungen hoch. Halleluja. Ich denke mal zusammendrücken und einfach mal rein. Oh Gott, jetzt hat sich die Schere irgendwie verhakt. Nehm mal an, sowas kann man nicht mit einer actual Person machen. Well, I do actually feel quite talented. Wow. Ich glaube, ich mache die Wunde viel größer, als sie eigentlich original mal war. Ich habe die Nadel verloren. Look at this. Kann man ja eigentlich froh sein, dass es solche Lernkits gibt. An mir ist also kein Arzt verloren gegangen. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Ich habe mich entschieden, der Look ist der Look, okay? Ich möchte die Haare mit dem Körper sehen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Kombi. Aber wir könnten uns in Danger begeben. Kann sein, dass ich ein bisschen Hilfe brauche. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr angenehm an. Ein Kopf. Oh, Vergleich. Intel. Ah. So viel Arbeit für nichts. Yeah. Yeah. Das ist krass. Das ist einfach legit, wenn ich meinen Hals unten halte und die Nippel. Mein absoluter Favorite. Ich brauche so ein Fake Body für Cosplays. Anni, ich wünsche dir sehr viel Spaß damit. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß damit. 10 out of 10. Oh, es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, okay? Das ist, ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht. Falls ihr das nicht mehr verpassen wollt, kommt auf jeden Fall auf meinen Discord-Server. Da erfahrt ihr immer als erstes von solchen Sachen. Oder folgt mir auf Twitter oder Instagram. Ich glaube, ich lasse es noch eine Weile an. Ach so, vielleicht müssen wir mal gucken, was aus den Haaren jetzt geworden ist. Nochmal ein absoluter Fail zum Ende. Ist es nicht schön? Ich hoffe, ihr habt Spaß mit euren Sachen und bis zum nächsten Mal. Ich muss mir echt einen Raum außerhalb meines Zuhauses suchen, um solche Dinge auszuführen. Zu viel Damage. Von der Seite.